herzlich willkommen zu unserem Themenabend auf dem Instagram-Kanal der St. Elisabeth-Gruppe rund um das Thema Krampfadern. Wir kommen heute aus dem Marienhospital in Witten und ich freue mich sehr, dass unser Gefäßexperte gleich ihre Fragen zum Thema Krampfadern beantworten wird. Bevor wir mit dem Experten durchstarten, würde ich gerne noch so ein paar Rahmendaten kurz erläutern. Sie hatten im Vorfeld wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen einzureichen. Das haben Sie auch wieder zahlreich getan. Es hat uns sehr gefreut, deswegen machen wir diese Abende. Und wir haben die ein bisschen gruppiert und Sie sollten sich auch nicht wundern, wenn jetzt Ihre Frage nicht im exakt gleichen Wortlaut gleichgestellt werden wird, weil wir in der Regel eben mehrere Personen haben, die sich für ähnliche Themen interessieren und das fassen wir dann einfach zusammen. Sie haben jetzt im Laufe des Livestreams, geht ungefähr eine Stunde, auch die Möglichkeit, weitere Fragen zu stellen, die wir dann auch live beantworten werden. Wundern Sie sich nicht. Auch da hängt das so ein bisschen davon ab, ob es thematisch genau an die Stelle passt, ob wir es direkt beantworten oder ein bisschen später. Aber wir wollen natürlich all Ihre Fragen in jedem Fall bis zum Ende dieser Fragerunde beantwortet haben. Ja, und damit bin ich schon mit der Vorrede durch und freue mich sehr, dass jetzt Privatdozent Dr. Stefan Langer, unser Gefäßexperte, er ist der Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie im Marienhospital Witten, dazukommen wird. Ja, schönen guten Abend. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in die Fragen rein. Krampfadern, denkt man immer, tut unglaublich weh. Woher kommt eigentlich der Name? Ja, Krampfadern machen auch Krämpfe, das stimmt. Aber die Bedeutung kommt ursprünglich von dem altdeutschen Wort Krummadern. Das kommt daher, dass ja diese Krampfadern oft so bogig auf den Beinen verlaufen und eben einen krummen Verlauf haben. Und also ursprünglich hieß es Krummadern und aus Krummadern wurde dann irgendwann Krampfadern. Okay, aber es deutet nicht automatisch darauf hin, dass Krämpfe ausgelöst werden. Genau. Ich glaube, da kommen wir später auch gleich nochmal drauf. Vielleicht starten wir so ein bisschen mit ein paar Erläuterungen rund um den menschlichen Körper. Wie funktioniert er eigentlich, wenn es keine Probleme gibt? Also was machen eigentlich Adern und was gibt es für welche im Körper? Ja, das ich versuche mal den Blutkreislauf im menschlichen Körper zu erklären. Also das Herz, das pumpt das Blut, das ja in der Lunge mit Sauerstoff angereichert wurde, in die körperfernen Abschnitte, also in die Arme, in die Beine, in die Organe. Und dort, das passiert dann über die Arterien, über die Schlagadern. Und die Nährstoffe des Blutes und der Sauerstoff werden dann eben verbraucht und müssen aber dann wieder zum Herz zurücktransportiert werden. Und diese Gefäße, die das Blut dann eben diesen Transport übernehmen, zum Herzen zurück, das sind die Venen. Mhm. Können Sie da ein bisschen beschreiben, was für Venen es denn gibt? Damit man da auch noch mal so ein bisschen besseres Bild als Laie vielleicht von bekommt. Ja, es gibt natürlich die allerkleinsten Venen in der Peripherie, die Venolen, die also das Blut aus dem Kapillarbett übernehmen. Und das, so, man muss sich das vorstellen, vielleicht wie bei einem Baum mit seinem Geäst. Aus diesen allerkleinsten Venen, die man ja nur im Mikroskop erkennen kann, sammelt sich das eben dann in den größeren Venen und schlussendlich in den sogenannten tiefen Venen, die mit den Schlagadern ziehen auch die Kapazitätsgefäße, also wo ein Großteil unseres Blutes sich drin sammelt. Und das sammelt dann, geht dann eben über die Extremitäten, Venen bis hoch in die untere und obere Hohlvene. Und die bringt das Blut dann jeweils zum Herzen. Und diese tiefen Venen ziehen mit den Schlagadern. Das ist das sogenannte tiefe Venensystem. Und es gibt auch noch ein oberflächliches Venensystem, das unmittelbar unter der Haut läuft. Und das sind eben auch die Venen, da kommen wir wahrscheinlich gleich dann noch drauf zu sprechen, die dann eben die Krampfadern wo sich die Krampfadern dann manifestieren. Und dieses oberflächliche Venensystem, das mündet aber an bestimmten Punkten im Körper dann auch in das tiefe Venensystem. Aber auch diese oberflächlichen Venen haben die Aufgabe, das Blut zum Herzen zurück zu transportieren. Okay. Wenn man sich jetzt die Beine mal genauer anschaut, da ist ja unser Thema besonders häufig auch lokalisiert. Wenn Sie das vielleicht auch nochmal beschreiben, was für Venen haben wir denn in unseren Beinen? Also wir haben die Unterschenkelvenen und die Oberschenkelvenen. Die drainieren dann in die Beckenvene und die wiederum dann eben herzwärts durch die untere Hohlvene.
Und das oberflächliche Venensystem, da gibt es im Grunde zwei wesentliche Stämme. Das werden wir vielleicht heute Abend auch noch ein bisschen öfter hören. Das eine ist eigentlich das wichtigste Gefäß für die Krampfader. Das ist die Vena Saphena Magna. Die zieht vom Innenknöchel an der Innenseite des Unter- und des Oberschenkels hoch bis zur Leiste und mündet in der Leiste in die tiefe Oberschenkelvene. Also relativ lang. Relativ langstreckig, genau. Und es gibt noch einen zweiten Venenstamm, der zieht vom Außenknöchel an der Wade, also an der Rückseite, bis in die Kniekehle. Das ist die Vena Saphena Parva. Diese beiden Venenstämme unter der Haut haben wir, die dann auch im Wesentlichen für die Krampfaderbildung verantwortlich sind. Man kann sich ungefähr merken, in 90% ist es die Vena Saphena Magna, also die erstgenannte von den beiden. Und in ungefähr 10% der Fälle ist es die Vena Saphena Parva. Und manchmal sind auch beide betroffen. Okay. Und ich habe ja auch beide jeweils in jedem Bein. Genau. Also man hat eigentlich vier, genau. Okay. Jetzt haben wir ja erstmal festgestellt, wie sieht das Venensystem aus? Wie ist der Transport des Blutes? Wie schaut denn das jetzt aus, wenn irgendwas nicht so gut funktioniert? Also was kann an den Venen ein Problem werden? Also wenn ich mir das an meinen Beinen vorstelle, wenn es zurückgepumpt wird zum Herzen, habe ich ja das Thema, es muss nach oben gepumpt werden. Genau, da sind wir bei dem Thema Schwerkraft und wir sind wahrscheinlich ursprünglich in unserer Evolution auch mal Vierfüßler gewesen. Jetzt sind wir aber aufrechtgehende Individuen und das Blut muss dann tatsächlich gegen die Schwerkraft zum Herzen zurück. Und da kann man sich ja vorstellen, was für ein unglaublich langer Weg das ist. Das ist ja über einen Meter vom Fuß bis zum Herz. Und diese Blutsäule, die steht natürlich und eigentlich, sage ich mal, das Blut möchte ja eigentlich nach unten. Ja. Gar nicht nach oben. Mhm. Und in den Venen hatte aber unser genetischer Bauplan einen kleinen Trick eingebaut. Das sind die Venenklappen, die sich im Grunde genommen die aufgehen und sich wieder verschließen. Jeweils, wenn unser Herz pumpt, dann gehen die Venen auch auf und wieder zu. Und wenn die Venen sich dann verschließen, dann sorgt das in dem Augenblick dafür, dass das Blut nicht weiter nach unten versacken kann. Okay, so. Und das funktioniert immer. Das sollte idealerweise immer funktionieren und bei den Krampf, gerade bei der Krampfadererkrankung ist es eben so, dass diese Venenklappen eigentlich oder die nicht mehr funktionierenden Venenklappen eigentlich der auslösende Faktor sind, weil es dann nämlich eben dazu kommt, dass das Blut eben doch in den Beinen versacken kann und dann eben diese ganze Blutsäule auf diesen Venen lastet und es dann eben zu diesen typischen Verläufen kommt, eben mit äußerlich sichtbaren Venen, mit stark krumpf oder schräg oder bogig verlaufenden Venen und es eben zu diesen charakteristischen Aussackungen an den Beinen kommt. Okay. Gibt es da eigentlich auch einen Fachbegriff für die Krampfader? Das also, Leiden? Ja, die Varikosis. Ah, okay. Oder die Varizenerkrankung. Ne? Ah, okay. Wir haben jetzt gerade die Beine betrachtet. Treten die Krampfadern immer in den Beinen auf oder können die auch in anderen Körperteilen auftreten? Es gibt auch Krampfadern in anderen Regionen, zum Beispiel im kleinen Becken. Das gibt es beim Mann und bei der Frau. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Varikozele. Das sind dann Krampfadern, die eben im kleinen Becken entstehen und beim Mann bis zu den Hoden gehen und dort die äußerlich sichtbaren Krampfadern an den Hoden machen. Das wird überwiegend von Urologen behandelt. Ja. Und das gibt es zum Beispiel auch bei der Frau. Das ist das pelvine Stauungssyndrom. Das sind dann eben Krampfadern, die zum Beispiel von der Gebärmutter oder Eileitervene verursacht werden, die dann auch diesen charakteristischen geschlängelten Verlauf bekommen und sich erweitern und auch dort starke Schmerzen verursachen können. Okay. Jetzt haben wir immer über Krampfadern gesprochen. Man hört ganz oft von Besenreißern. Ist das Gleiche? Gibt es da einen Unterschied? Ja, Besenreißer sind im Grunde genommen eigentlich eine Vorstufe zum Krampfaderleiden. Das sind äußerlich sichtbare, ganz kleine Hautgefäße, die dann eben vor allen Dingen kosmetisch störend wahrgenommen werden, die dann eben so kleine Verästelungen in der Haut zeigen und dann eben, viele Menschen finden das kosmetisch störend, fühlen sich in ihrem Körperbild beeinträchtigt. Die haben aber ansonsten an und für sich keinen Krankheitswert. Okay, also es ist eine leichte Form der Krampfader. Ja, genau. Gibt es da andere Unterformen noch der Krampfader? Also die nächste Stufe wären dann die sogenannten retikulären Varizen. Das sind dann im Grunde genommen kleinere, sichtbare Krampfadern,
die aber noch im Grunde vielleicht von einem Kaliber her so sind wie eine Bleistiftmine. Mhm. Und danach kommen dann die sogenannten Seitenaspharizen. Das sind eben größere Seitenäste, wie der Name schon sagt, die vor allen Dingen aus dieser Vena saphena magna oder Vena saphena parva abgehen. Und danach dann, das ist das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen in der Klinik, das sind diese Stammvenen oder auch die Stammvarikosis, wenn eben die Vena saphena magna oder die Vena saphena parva betroffen ist. Okay. Wie ist denn das? Ab wann sollte man sich denn damit beschäftigen mit einer Krampfader? Weil Sie hatten ja jetzt gerade gesagt, Besenreißer wären eher ein kosmetisches Thema. Also grundsätzlich würde ich sagen, immer dann, wenn auch Symptome auftreten. Mhm. Wenn man einen Leidensdruck hat, Symptome, also klassisch sind so schwere Gefühl, Schwellneigung, gerade vornehmlich im Sommer, gerade wenn man vielleicht den ganzen Tag auf den Beinen war, wenn die Strümpfe anfangen einzuschnüren, aber auch Juckreiz oder auch eben diese Krämpfe, die auch nachts manchmal auftreten können. Also wenn solche, wie wir das nennen, ein klinisches Beschwerdebild vorliegt und dazu dann noch Krampfadern vorliegen, dann sollte man das auf jeden Fall abklären lassen. Und wenn man jetzt äußerlich sichtbare Krampfadern hat, aber eigentlich gar keine Beschwerden hat, dann kann es auch gerechtfertigt sein, diese zu untersuchen. Denn auch wenn die erstmal noch keine Beschwerden machen, können sie aber zukünftig einen Schaden setzen, den man vielleicht verhindern kann, wenn man rechtzeitig behandelt. Ja, okay, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf. Wie sieht das denn aus? Wie entstehen denn jetzt Krampfadern? Gibt es da Ursachen, die relativ häufig auftreten? Wie ist denn das? Gibt es da familiäre Vorbelastung oder spielt das überhaupt gar keine Rolle? Also eine familiäre Vorbelastung oder wie wir das nennen, eine genetische Disposition spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie genau das vom Genom her kodiert wird, das weiß man nicht, aber eine familiäre Häufung ist bekannt. Das weibliche Geschlecht ist häufiger betroffen. Das kommt dadurch zustande, dass viele Krampfadern in der Schwangerschaft entstehen. Das wiederum hängt damit zusammen, dass es zu einer hormonellen Umstellung in der Schwangerschaft kommt, die ja auch letztendlich gewollt zu einer Bindegewebslockerung führt. Das dient dazu, dass die Strukturen im kleinen Becken sich erweitern, damit eben auch der Geburtskanal durchgängig wird. Und aber diese Bindegewebsveränderung, die wirkt sich dann leider Gottes für die Krampfadern dann negativ aus und kann eben zu einer chronischen Venenschwäche dann führen und dann eben in ein dauerhaftes Krampfaderleiden münden. Wir kennen allerdings auch Fälle, wo Krampfadern in der Schwangerschaft auftreten können, die sich, ich sag mal, nach dem Wochenbett wieder zurückbilden können. Okay. Wie sieht denn das aus mit dem Stichwort Thrombosen? Können die auch eine Krampfader auslösen? Beziehungsweise was ist denn der Unterschied? Oder gibt es da auch irgendeinen Zusammenhang? Das ist eine wichtige Frage. Da muss ich auch ein bisschen ausholen, weil Thrombose ist wirklich ein sehr gefährliches Krankheitsbild. Und nicht jeder Mensch, der eine Krampfader hat, hat gleichzeitig eine Thrombose oder jemand, der eine Thrombose hat, hat gleichzeitig eine Krampfader. Um es vielleicht nochmal, das muss ich ein bisschen erklären. Mhm. Also eine Thrombose ist ein Blutgerinnsel im tiefen Venensystem. Im tiefen Venensystem. Also die Venen, die mit den Schlagadern ziehen. Nicht in den oberflächlichen Venen, die die Krampfadern verursachen. Aber Thrombosen sind sehr gefährlich. Wenn die mit dem Blutstrom bis in die Lunge wandern, dann nennt man das eine Lungenembolie. Und das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, dass das tödlich sein kann. Jetzt wissen wir aber, dass Menschen mit Krampfadern ein höheres Risiko haben, solche Thrombosen zu bekommen. Und das sollte jeder, der Krampfadern hat, eben auch im Hinterkopf haben. Und man kann solche Gerinnseln tatsächlich auch in Krampfadern bekommen. Dann ist es aber per Definition keine Thrombose, sondern nach neuester Nomenklatur eine sogenannte oberflächliche Venenthrombose. Ja. Die ist nicht ganz so gefährlich wie eine tiefe Venenthrombose, kann aber auch in selteneren Fällen in die Lunge wandern, ist deswegen auch gefährlich. Früher hat man auch Thrombophlebitis gesagt, weil das im Grunde genommen so eine Venenentzündung ist. Das heißt, das ist sehr schmerzhaft. Da bildet sich so ein harter Strang im Verlauf von so einer Krampfader. Die kann man auch äußerlich gut tasten. Das ist gerötet, das ist überwärmt und kann dann eben auch entlang der Stammvene bis zur Leiste zum Beispiel wandern regelrecht und dort dann eben auch ins tiefe Venensystem einwandern.
Und das kann dann eben, so kann aus einer oberflächlichen Venenthrombose auch eine tiefe Venenthrombose werden. Okay, also hängt eben schon alles zusammen und nicht immer positiv, kann auch einen negativen Effekt dann im Prinzip auslösen. Wie ist das denn überhaupt, Sie haben ja jetzt schon gerade sehr schön erklärt, wie da die Entwicklung sein kann. Wie ist denn das, wenn jetzt eine Krampfader existiert, verändert das auch irgendwie die Venen oder bleiben die drumherum alle gleich? Ja, ich habe das ja schon versucht eben zu erläutern. Also die Venenwand wird schwach und beult sich aus oder dilatiert, wie wir das nennen. Also der Querdurchmesser der Vene nimmt zu. Und was passiert? Die Venenklappe, die normalerweise so schließen würde, kann nicht mehr schließen, weil sie einfach auseinandergeht und dann sackt das Blut dazwischen durch. Und das wiederum führt dazu, dass in dem tiefer gelegenen Abschnitt es ja noch weiter sich auseinanderweicht, dilatiert. Und sozusagen ist es im Grunde so ein Teufelskreis, ne? So ein Circulus Viciosus. Die beginnende Venenklappenschwäche führt dann in den abhängigeren Venenabschnitten dann eben dazu, dass dort das Krampfaderleiden eben noch weiter zunimmt und da weitere Klappen betroffen sind. Okay. Und Blut fließt dann durch, weil wenn es nicht mehr hochgepumpt wird, fließt dann durch andere Venen weiter? Ja, Gott sei Dank ist es so, dass die tiefen Venen sehr lange intakt bleiben. Und die übernehmen natürlich den Haupttransport des Blutes. Aber wir müssen uns vorstellen, dadurch, dass die Krampfadern letztendlich in eine chronische Venenschwäche münden und das Blut dort in die falsche Richtung fließen kann, vor allem wenn wir dann stehen, dann müssen die tiefen Venen im Grunde dieses Blut vielleicht sogar mehrfach transportieren. Das fließt also quasi durch die tiefen Venen einmal hoch, ein Teil des Blutes fließt durch die Krampfader wieder runter und die tiefe Vene muss es gleich nochmal transportieren. Okay. Und dadurch kommt es eben dazu, dass unser tiefes Venensystem, dass das wirklich langjährig aushält, dass wir das auch chronisch überlasten und was dann wirklich passieren kann. Und das ist dann wirklich sehr problematisch, wenn dann eben die Venenklappen in dem tiefen Venensystem auch ausleiern. Das kann man dann auch operativ nicht mehr beheben. Das muss man dann, da muss man zum Beispiel wirklich sein Leben lang Kompressionsstrümpfe tragen. Da kommen wir dann im Grunde genommen auch schon so ein bisschen Richtung Therapie. Aber das ist dann das Szenario, was droht, wenn die tiefen Venen geschädigt sind. Okay, also schon auch eine Veränderung, die damit entsprechend ausgelöst wird. Negative Veränderung, genau. Ja. Wie ist denn das, wenn ich eine Herzschwäche habe? Kann das auch einen Einfluss haben? Kann dadurch auch eine Krampfader ausgelöst werden oder nicht? Nein, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Das Einzige, was wir nur manchmal auch in der Sprechstunde sehen, ist, eine Herzschwäche kann auch zu geschwollenen Beinen führen. Okay. Ja, weil das Blut einfach nicht mehr durch die mangelnde Pump- oder Sogwirkung des Herzens eben auch nicht gut zurücktransportiert wird, dann können Beine auch anschwellen. Also das ist so eine Diagnose, die man eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel Patienten mit geschwollenen Beinen in der Sprechstunde hat und findet aber intakte Venen, dann wäre der nächste Schritt auf jeden Fall, dass man das Herz untersuchen muss. Okay, das ist dann der Kardiologe übernimmt. Dann ist der Kardiologe gefragt, genau. Okay. Ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen bei den Risikofaktoren bleiben, bevor wir direkt dann zu der Behandlung auch kommen, damit man auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wen es denn eigentlich auch noch neben den vielleicht erblich Belasteten oder auch Schwangeren dann treffen kann. Wie sieht denn das aus? Gibt es Berufe oder bestimmte, ich sag mal, Arten von Berufen oder Arten, wie man sich verhält, die auch noch mal negativ Einfluss haben können? Also grundsätzlich ist diese Neigung zu Krampfadern einem wirklich in die Wiege gelegt. Es ist jetzt nicht so wie bei den Erkrankungen der Arterien, da kennen wir ja, da sind die Raucher vornehmlich betroffen, erhöhte Cholesterinwerte, Zuckerkrankheit, Bluthochdruckleiden. Das trifft auch bei den Venenerkrankungen nicht zu. Vielleicht mal abgesehen von Thrombose, da sind natürlich auch die Raucher stärker betroffen. Bei den Venen ist es tatsächlich so, das ist uns eher so in die Wiege gelegt, aber wir kennen natürlich vor allen Dingen Menschen mit stehenden Berufen, ich sage es mal Friseurinnen vor allen Dingen, weil das weibliche Geschlecht ist ja häufiger betroffen, die haben mehr mit Krampfadern zu tun. Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man den ganzen Tag steht, dann lastet ja letztendlich die Schwerkraft der Blutsäule auch den ganzen Tag auf den Gefäßen. Okay. Verhütungsmittel haben die auch einen Effekt? Führen nicht zu Krampfadern, aber können natürlich diese, das sind die Hormone letztendlich, können zur Thromboseentstehung negativ beitragen. Okay. Das ist ja bei jungen Frauen. Junge Frauen mit Thrombosen müssen auch tatsächlich letztendlich immer ihre Verhütungsmethode in der Regel ändern. Okay.
Sie haben gerade schon gesagt, es trifft eher Frauen als Männer. Wie ist da so die Quote? Wissen Sie das? Das ist ungefähr so 10 zu 1. Okay. Gibt es so ein, ja, haben viele Frauen in ihrer Jugend gehört, schlag die Beine nicht übereinander, bekommst du Krampfadern und Besenreißer? Stimmt das? Ist mir nicht bekannt. Okay. Können also weiter sitzen, wie Sie gerne möchten. Gut. Was kann man denn machen, um, Sie haben schon gesagt, gut, es ist oft genetisch vorbestimmt, aber gibt es denn auch noch Tipps, wie man den Krampfadern trotzdem vorbeugen könnte? Also man kann auf jeden Fall versuchen, den venösen Rückstrom zum Herzen einfach zu unterstützen, gerade wenn man so stehende Berufe hat. Ne? Also die Wadenpumpe ist sehr wichtig. Ne? Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt einfach zum Beispiel viel sitzen, sich wenig bewegen, einfach zwischendurch mal die Füße so bewegen, mit den Sprunggelenken wippen zum Beispiel. Und die Zehen so ranziehen. Die Zehen ranziehen oder einfach mal zwischendurch aufstehen, ein paar Schritte gehen, vielleicht mal eine Kniebeuge machen. Das ist sicherlich... Also das unterstützt die Muskelpumpe und damit den Rücktransport des venösen Blutes zum Herzen und entlastet ihre Venen. Also trainiere also die Muskeln bestens. Was ist denn so mit Wechselduschen? Macht das Sinn? Ja, das hilft auch. Ja? Das ist kreislauffördernd, das hilft auch. Okay. So, jetzt haben wir... Das Thema, Sie haben vorgebeugt, es hat nichts geholfen. Jetzt haben Sie gerade schon mal, und vielleicht können wir das aber noch mal einmal zusammenfassen, das Thema der Beschwerden. Bei welchen sollten Sie tatsächlich oder sollte man sich tatsächlich aufmachen zum Arzt? Also ich habe es ja eben auch schon versucht, die Symptome so zu beschreiben. Die sind sehr unterschiedlich bei den meisten Patienten, aber fast alle klagen über ein Schweregefühl, ein Spannungsgefühl und eine Schwellneigung. Das ist eigentlich so das, was ich auch so bei mir in der Sprechstunde am häufigsten höre. In der Tat kommen die Frauen oft viel früher, mit, wo noch deutlich weniger Krampfadern dann sichtbar sind. Viele Männer kommen oft erst ganz spät, weil die einfach diese Beschwerden nicht so stark haben. Das sind aber eigentlich die am meisten angegebenen Symptome. Okay. Sie haben vorhin schon mal über Unterschiede bei den Krampfadern gesprochen. Jetzt gibt es ja auch Stadien, glaube ich, in die man die Krampfadern nochmal einteilen kann. Ja, das, wir benutzen natürlich in der Klinik verschiedene Scores, sage ich jetzt einfach mal. Da will ich jetzt nicht zu wissenschaftlich werden, aber es gibt eine sogenannte CAP-Klassifikation. Die geht von 1 bis 6. 1 ist ganz leicht, 6 ist besonders schwer. Also ich fange mal, ich will das gar nicht im Einzelnen sagen, aber C6 zum Beispiel, das ist das offene Bein, das Unterschenkelgeschwür oder auch das Ulcus Cores, hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal gehört. Das Stadium 5 ist das abgeheilte Ulcus und jetzt nach oben wird es dann immer leichter. C1 sind eben sichtbare Krampfadern ohne Beschwerden. Und dazwischen gibt es eben die unterschiedlichen Abstufungen. Das ist auch international so gebräuchlich, diese Klassifikation. Und es gibt noch eine Klassifikation, beschreiben wir jetzt so die Ausdehnung des Krampfaderleidens an dem betroffenen Bein. Also wir versuchen ja zu beschreiben, wo die Venenklappen nicht mehr funktionieren. Und wir haben ja eben schon gelernt, dass diese Venen auch sehr langstreckig sind. Und da gibt es eben teilweise dann auch noch gesunde Abschnitte in solchen Venen. Und da gibt es auch eine sogenannte Hach-Klassifikation. Die ist für uns in der Klinik relativ wichtig, wenn wir operieren, weil uns das so ein bisschen sagt, was ist gesunder Abschnitt, was ist erkrankter Abschnitt. Okay, da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf, warum das auch so wichtig ist. Jetzt nochmal ein Thema, wenn jetzt nichts gemacht wird, kann so eine Krampfader auch platzen? Ja, hatte ich tatsächlich gestern noch in der Sprechstunde einen Patienten. Also das kann passieren, vor allen Dingen im Bereich des Sprunggelenkes kann es zu sogenannten Varizenblutungen kommen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass dann wirklich auch ein sehr hoher Druck auf diesen Venen lastet. Das kann dann auch zu einem sehr starken Blutverlust kommen. Die Patienten kommen auch sehr häufig dann mit Notarzt. So schlimm wird das empfunden und lässt sich eigentlich relativ leicht erstmal einfach nur abdrücken. Und in der Regel muss man das einfach nur mit einer Hautnaht übernähen. Das kann man dann in örtlicher Betäubung machen, um die Blutung erstmal zu versorgen. Aber man muss natürlich dann nachfolgend im Nachgang dann auch das Krampfaderleiden wirklich sanieren, damit eben so eine Blutung nicht noch einmal auftritt. Okay.
Wie diagnostisch, Sie haben ja gerade schon beschrieben, dass es auch wichtig für Sie ist, wo liegen denn eigentlich jetzt die Krampfadern? Wie diagnostizieren Sie denn Krampfadern, ab davon, dass Sie jetzt vielleicht ein Bild auf dem Bein haben, sozusagen? Ja, also wenn ich so einen Untersuchungsgang mal beschreiben möchte, natürlich erstmal schaut man sich die Beine an, das ist klar, und dann tastet man die Beine ab. Also das bezeichnen wir so Inspektion und Palpation, sagt dazu der Mediziner. Das ist ja so die Basis, so die Basisuntersuchung. Und dann machen wir in der Regel eine sogenannte Duplexsonographie, also eine Ultraschalluntersuchung, wo wir aber auch eben den Blutstrom gleichzeitig farbig darstellen können und messen. Und da fahren wir eben die Vene in ihrem ganzen Verlauf ab, in der Regel die Vena Saphena Magna und die Vena Saphena Parva. Das sind die beiden Venenstämme, die ich Ihnen ja eingangs erläutert habe. Und dort provozieren wir dann eben auch mit bestimmten Tests den sogenannten Reflux. Also Reflux bedeutet, dass das Blut eben nicht nach oben fließt, sondern nach unten fließt, also in die verkehrte Richtung. Und diesen Reflux, den kann man provozieren, entweder indem man die Patienten kräftig pressen lässt, dann die Bauchpresse betätigt und dann wird der Druck ins Bein übertragen und dann kann man das sehen, wenn das Blut in die falsche Richtung fließt. Oder wir können das auch durch verschiedene Handgriffe aus lösen und dann wird eben die Vena Saphena Magna und die Vena Saphena Parva durchgescannt und wir beurteilen das tiefe Venensystem, ob die Klappen dort noch intakt sind oder nicht. Und wir gucken natürlich in einem Untersuchungsgang auch nach den Arterien, weil jeder Patient, der eine Behandlung braucht, braucht auch hinterher Kompressionsstrümpfe, initial zumindest. Und die sollte man auch nur verordnen, wenn man sich vorher vergewissert hat, dass die Arterien auch genug Blut ins Bein reinbringen. Okay. Gibt es beides, dass nicht genug Blut ins Bein reinkommt und auch nicht genug oder nicht gut genug nach oben gepumpt Das gibt wird? es auch, ja, vor allen Dingen zum Beispiel bei Diabetikern zum Beispiel. Die haben oft eine Durchblutungsstörung in den Unterschenkelgefäßen und das ist auch gar nicht so selten. Und da gibt es zum Beispiel auch durchaus die Möglichkeit, dass diese Patienten ein Geschwür bekommen können. Und das nennt man dann Ulcus Cores Mixtum, weil es eben beide Komponenten beinhaltet. Und man muss tatsächlich auch sowohl die Arterien als auch die Venen behandeln, um es zur Abheilung zu bringen. Okay. Ist nicht so häufig, aber nicht so häufig wie jetzt ein reines venöses Ulcus Cores, aber es ist jetzt auch keine totale Rarität. Okay, aber man klärt dann einfach auch beides ab. Auf jeden Fall. Okay. Ich habe mal gehört, Umfang, misst man den auch? Sieht man da auch was am Bein, ob eine Krampfader vorhanden ist oder spielt das gar keine Rolle? Also Umfänge messen wir im Einzelfall auch, wenn jetzt große Unterschiede zwischen den Beinen sind. Aber das ist eigentlich eher beim sogenannten postthrombotischen Syndrom. Also das ist so jetzt wieder ein anderes Thema, Ja, aber okay. das will ich jetzt auch nicht so vertiefen. Spielt jetzt bei der Krampfaderbehandlung oder bei der Krampfaderdiagnostik nicht so eine Rolle. Es gibt noch so Venenfunktionstests, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Es gibt die sogenannte Lichtreflexionsreografie und Venenverschlussplethysmographie. Das will ich jetzt auch nicht zu sehr vertiefen, aber da können wir auch so ein bisschen funktionell messen, wie das Blut abtransportiert wird oder ob es sich zu früh wieder auffüllt. Okay, das würde man dann zusätzlich Das kann man möglicherweise im machen. Einzelfall zusätzlich machen, wenn man jetzt noch eine gezielte Fragestellung hat. Aber ich sage mal, bei allen Patienten brauchen wir die Duplexsonographie und die anderen Dinge eigentlich nur in Einzelfällen. Ja, okay, gut. Jetzt stellt man fest, die Krampfadern sind da. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn nicht? Die meisten Patienten wollen ja möglichst wenig invasiv starten. Gibt es Medikamente, die man einnehmen kann? Es gibt einzelne Medikamente, die eine Reduktion der Schwellneigung mit positiv beeinflussen können, so würde ich das mal sagen. Rosskastanie und Weinlaubextrakt zum Beispiel, die haben einen positiven Effekt, auch bei Patienten, die viel Wasser einlagern können, zum Beispiel Diuretika eine Rolle spielen. Aber das ist keine ursächliche Behandlung, das bessert eben nur die Symptome. Okay, Kompressionsstrümpfe. Genau, das ist eigentlich die Basis der konservativen Behandlung. Also letztendlich das Prinzip ist ja, dass man versucht, von außen ein Bein zu komprimieren und wenn man so will, die Vene in ihrem Durchmesser zu reduzieren und damit die sogenannte, wir nennen das venöse Hämodynamik, also wieder zu verbessern. Und das ist tatsächlich eigentlich die Basistherapie. Also man kann auch ein Leben lang Krampfadern konservativ behandeln mit Kompressionsstrümpfen.
wobei die natürlich dann auch konsequent getragen werden müssen. Und das ist natürlich dann auch oft ein sogenanntes Compliance-Problem. Das heißt also, viele Patienten möchten eigentlich auch nicht unbedingt gerne Kompressionsstrümpfe tragen. Und wer schon mal Kompressionsstrümpfe getragen hat, der kann das, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Das ist gar nicht so leicht, sich die anzuziehen und die wieder abzulegen. Die Haut kann auch trocken und rissig werden. Man muss auch immer Hautpflege dann auf die Hautpflege achten. Mhm. Und aber als Basistherapie ist es auf jeden Fall erforderlich und es muss auch nach den allermeisten Operationen, zumindest vorübergehend, durchgeführt werden. Weitergetragen. Okay, ich habe noch mal einmal so eine kleine Frage zurück, die hier reingekommen ist. Hier wird gefragt, ob Blutspenden einen positiven Einfluss auf das Venensystem hat. Also das ist eine interessante Frage. Muss ich mal eine Sekunde drüber nachdenken. Also mir ist da jetzt kein Effekt bekannt, aber es ist mit Sicherheit auch nicht negativ. Okay. Aber warum das positiv sein soll, das erschließt sich mir jetzt nicht. Ja, dann würde ich... Aber Blutspenden an sich ist natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten sehr wichtig. Also wenn Sie das bisher gemacht haben, dann sollten Sie das, egal ob Sie Krampfadern haben oder nicht, auf jeden Fall weitermachen. Ja, wichtige Botschaft nochmal an dieser Stelle. Ja, jetzt haben wir das Thema konservative Behandlung gerade besprochen. Wie schaut das denn aus? Gibt es denn operative Möglichkeiten und wann machen die Sinn? Ja, jetzt schlägt die Stunde des Gefäßchirurgen. Also das ist ein sehr großes Feld. Die Operationsmöglichkeiten, da könnten wir wahrscheinlich jetzt auch lange drüber sprechen. Ich versuche es mal so ein bisschen strukturiert rüberzubringen. Also ich fange mal einfach so mit der ältesten Methode an, die aber auch durchaus noch heute ihre Berechtigung hat. Das ist die sogenannte Stripping-Operation. Varizen-Stripping nennt man es auch. Das bedeutet, dass man den erkrankten Venenabschnitt entfernt, das heißt die Vene zieht. Man macht im Grunde genommen im oberen und unteren Bereich der erkrankten Vene einen Schnitt, legt die Vene operativ frei, führt eine Sonde hindurch, knotet die Vene an der Sonde fest, setzt ein kleines Knöpfchen auf die Sonde drauf und dann zieht man diese Sonde heraus und die Vene fädelt sich daran auf. Mhm. Und dann ist die erkrankte Vene entfernt. Mhm. Das ist eine Operation, die gibt es schon seit über 50 Jahren in natürlich verschiedenen Variationen und Nuancen, aber die wird auch heute noch ist auch heute sicherlich noch Goldstandard. Das heißt, eine optimale Behandlungsmethode. Eine optimale Behandlungsmethode, die auch sehr gut evaluiert ist und wo es wirklich Erfahrungen an Zehntausenden von Patienten gibt. Letztendlich braucht aber trotzdem diese Operation natürlich Schnitte, vor allen Dingen jetzt bei der Vena saphena magna in der Leiste und bei der Vena saphena parva in der Kniekehle. Und wie in so vielen anderen medizinischen Bereichen auch, gibt es natürlich auch in der Gefäßchirurgie einen Trend zu minimalinvasiveren Verfahren. Man hat sich überlegt, wie kann man eben diese Operation weniger traumatisch durchführen. Und dabei sind jetzt gar nicht so sehr die Schnitte entscheidend, aber es können natürlich, das kann man sich ja vorstellen, wenn man so eine Vene herauszieht, da sind ja viele kleine Äste an so einer Vene und die reißen einfach ab und es kann dann doch zu ausgedehnten Blutergüssen kommen. Und deswegen haben wir jetzt so seit ungefähr 15 Jahren neue sogenannte endovenöse Methoden oder auch die thermischen Verfahren, die arbeiten alle mit Hitze. Das ist der Laser- und die Radiowellentherapie. Das muss man sich so vorstellen, dass die Vene im Bereich des unteren Abschnitts der Erkrankung, in so einem unteren Insuffizienzpunkt, einfach nur punktiert wird unter Ultraschallhilfe. Da geht man also im Grunde nur mit einer kleinen Nadel rein und einem kleinen Katheter. Und dieser Katheter wird dann bis zur Leiste vorgeführt. Danach wird die Vene noch mit so einer kühlenden Flüssigkeit umspült. Und dann wird die Vene mit Laser oder mit den Radiowellen von innen erhitzt. Dadurch kommt es zu einer Verletzung der Gefäßinnenhaut durch die Hitze. Und dadurch verschließt sich die Vene. Das heißt, die Vene wird nicht entfernt, sie bleibt drin, aber sie verschließt sich und wird letztendlich in den nächsten Wochen zu einem narbigen Strang umgebaut. Mhm. Das sind die thermischen Verfahren. Und dann noch vielleicht erwähnenswert sind die chemischen Verfahren. Es wird also eine bestimmte Substanz in die Vene reingespritzt. Da ist in Deutschland das Polidocanol oder Etoxisclerol ein zugelassenes Medikament
Das kann in flüssiger oder in geschäumter Form eingebracht werden und führt eben dazu, dass dieses Medikament eben diese Gefäßinnenwand angreift und dann im Grunde genommen einen ähnlichen Effekt hat wie die Hitze. Mhm. Und last but not least, das ist das Allerneueste, das ist der Venenkleber. Da wird also ein biologischer Klebstoff in die Vene reingebracht und dann wird diese Vene von außen zugedrückt. Also wie stellen Sie sich vor, Sie würden einen Klebstoff in einen Strohhalm einfüllen und dann diesen Strohhalm zudrücken und dann verklebt das. Das ist jetzt so die allerneueste Methode. Da gibt es allerdings nur sehr limitierte Erfahrungen bisher erst zu. Weil sie noch so neu ist. Weil die noch sehr neu ist, genau. Ja, okay. Wir haben hier eine Frage, die nicht zu den operativen Themen gehört. Wie sieht das aus mit Blutegelbehandlung? Können die auch helfen bei Krampfadern? Ist mir nicht bekannt beim Krampfaderleiden. Okay. Also bei Ödemen, zur Ödemreduktion ja. Ne? Und Blutegel sondern ja den Wirkstoff Hirudin ins Gewebe ab. Also das führt auch dazu, dass sich zum Beispiel Blutergüsse auflösen können oder auch sich Gerinnsel auflösen können. Ne? Aber ein Krampfaderleiden ist mir jetzt nicht bekannt, dass das damit positiv beeinflusst werden kann. Okay, dann haben wir hier jemanden, da ist schon mal eine Stripping-Operation durchgeführt worden und zwar auf beiden Seiten schon zweimal. Die Person ist 33 und wollte gerne wissen, wie oft man so ein Venenstripping durchführen kann. Ja, also man hat 4 Venenstämme, zwei in jedem Bein. Also theoretisch, wenn man die Vene auf ganzer Länge rausholt, kann man das 4-mal machen. Mhm. Aber natürlich dort, wo man einmal gestrippt hat, sollte die Vene ja eigentlich entfernt sein. Also dort noch einmal zu strippen, erscheint nicht sinnvoll. Okay. Das heißt, was kann da jetzt die Herausforderung sein? Also man muss vielleicht, die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, Krampfader kommen ja eh immer wieder. Mhm. Das wird ja auch von vielen Patienten so gesagt, soll ich mich überhaupt operieren lassen, kommen ja eh wieder. Und dazu muss man sagen, wir versuchen natürlich nur erkrankte Venenabschnitte entweder zu entfernen oder zu verschließen oder zu versiegeln. Und gesunde Venenabschnitte unangetastet zu lassen. Und diese gesunden Venenabschnitte, die können sich aber natürlich im Lauf des Lebens natürlich wieder zu Krampfadern verändern. Und dann würde man sie natürlich wieder behandeln. Aber das ist eigentlich keine klassische Wiederholungsbehandlung. Also ist jetzt nicht ein klassisches Rezidiv, sondern es ist ein neu aufgetretenes Krampfaderleiden an einer anderen Stelle. Okay. Trotzdem macht es Sinn, nur erkrankte Venenabschnitte zu behandeln, weil man ja zum Beispiel solche Venen, vor allen Dingen die Vena saphena magna, ja zum Beispiel auch benutzt, um Herzbypässe anzulegen. Das heißt also, gesunde Abschnitte muss man auf jeden Fall im Körper lassen, weil die ja ein ganz wichtiges Ersatzteil für uns sein können im späteren Leben. Ich glaube, was da auch ein bisschen dahinter steckt, jetzt wird ein Teil der Vene entfernt. Wo wird denn jetzt das Blut hergepumpt? Da fehlt ja jetzt einfach etwas. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, die da mit hintersteckt. Ja, das ist tatsächlich, ich sage mal, die Frage kommt eigentlich immer. Und das ist auch total berechtigt, ist auch nachvollziehbar. Aber ich habe ja gerade schon erläutert, dass das tiefe Venensystem, das mit den Schlagadern zieht, das hat eh die Hauptfunktion. Und das wird zusätzlich belastet durch die Krampfadern. Und wenn wir die Krampfadern entfernen, übernimmt natürlich das tiefe Venensystem diesen Rücktransport, ist aber gleichzeitig eigentlich entlastet, weil man eigentlich, sag mal, einen Teil der Ladung, die auf dem Laster drauf ist, hat man einfach runtergenommen durch die Krampfaderoperation. Ne? Also, dass dieses Doppelpumpenfeld dann weg. Genau, dass eben das Blut so quasi im Kreis fließt. Ne? Und also die Antwort auf die Frage ist, das tiefe Venensystem übernimmt das und man kann sehr gut ohne die oberflächlichen Venen leben. Also man könnte auch intakte oberflächliche Venen entfernen, ohne dass das jetzt zu einer Schwellneigung zum Beispiel führen würde. Sollte man aber nicht wegen der, sag mal, Ersatzteile. Genau, also eine gesunde Vene zu entfernen, das macht man ja auch nicht mit anderen. Man entfernt ja auch nicht eine gesunde Schilddrüse, weil sie vielleicht irgendwie am Hals stört, sage ich jetzt mal. Das würde man ja auch nicht tun. Okay.
Ja, ist ja wahrscheinlich so die Frage, wenn was beschädigt ist, kann ich es nicht gleich komplett entsorgen und vermutlich auch die Angst, dass es eben, wie Sie beschrieben haben, an einer anderen Stelle dann wiederkommt. Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Und das ist tatsächlich so, als ich mit Chirurgie angefangen habe, das war 1995, da hat man das auch noch so gemacht. Da wurde die Vene eigentlich immer ganz direkt rausgezogen. Okay. Aber davon ist man wirklich total weg. Okay. Ja, es passiert auch in der Medizin. Veröden, das war das Thema mit der chemischen Behandlung. Genau, das Ethoxysterol. Genau, da ist jetzt hier die Frage, wie erfolgreich ist Veröden bei Besenreißern? Also es ist auch eine medizinische Behandlung, die Komplikationen haben kann. Es kann zum Beispiel zu Entzündungen in diesem Bereich kommen, wenn das Verödungsmittel nicht direkt in diesen kleinen Besenreißer gespritzt wird, sondern para läuft, also wenn man diese Vene nicht direkt trifft. Mhm. Es kann zu Verfärbungen kommen in diesem Bereich, die ungewollt sind. Aber ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, vor allem wenn der Besenreißer sehr großkalibrig ist, also das heißt also, wenn der Besenreißer oder die Vene, die Hauptvene des Besenreißers größer ist als die Nadel, mit der man punktiert, dann hat es eigentlich immer eine gute Erfolgsaussicht. Okay. Gibt es denn auch gerade in dem Bereich einen Grund zu strippen? Bei Besenreisen? Also diese Stripping-Methode anzuwenden, genau. Oder macht man das da gar nicht? Nein, das ist ja nur für die großen Venen. Also man sollte bei Besenreisern immer gucken, ob nicht eine Stammvarikosis ursächlich ist. Okay. Das muss man natürlich abklären, bevor man verödet. Mhm. Aber Besenreiser kann man nicht strippen. Besenreiser sind ja so, die sind haarfein. Okay. Also das geht nicht. Und es gibt dann eben noch, um das vielleicht noch zu sagen, wann es eben nicht so erfolgreich ist oder wenn die Erfolgsaussicht nicht so sind. Also wenn die so fein sind, sage ich immer, dass die Vene dünner ist als die Nadel, dann da gibt es noch andere Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel Lasermöglichkeiten, das machen Hautärzte zum Beispiel. Bin ich als Gefäßchirurg dann raus, sage ich mal. Aber das muss man sich eben im Einzelfall angucken. Das kann man eigentlich pauschal nicht sagen. Okay. Dann haben wir hier eine Frage zu den Kompressionsstrümpfen. Da ist die Frage, lange oder halbe? Also Kompressionsstrümpfe sind auch da könnte man fast ein abendfüllendes Thema machen. Mhm. Also erstmal vielleicht wichtig, es gibt verschiedene Kompressionsklassen. Und zwar 1 bis 4. Mhm. Definiert wird das über den sogenannten Knöchelanpressdruck. Die Druckwerte habe ich jetzt auch nicht im Einzelnen im Kopf, aber Kompressionsklasse 1 ist relativ wenig. Das ist wie so ein richtig enger Socken. Kompressionsklasse 2 wird am häufigsten verschrieben. Das ist das, was die meisten, die schon mal Kompressionsstrümpfe getragen haben, vielleicht auch zu Hause dann haben. Kompressionsklasse 3 ist wirklich schon sehr eng. Das ist so Patienten vorbehalten, die schwere Folgeerkrankungen, zum Beispiel nach Thrombosen haben. Mhm. Und Kompressionsklasse 4 habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass das ein Patient trägt oder tragen kann. Also das sind die Kompressionsklassen. Dann gibt es verschiedene Längen von Kompressionsstrümpfen. Es gibt eben unterschenkellange Strümpfe, oberschenkellange Strümpfe. Es gibt Kompressionsstrumpfhosen. Es gibt Caprihosen, Variationen zum Beispiel. Es gibt sie mit und ohne Zeheneinschluss. Und da ist es in der Tat, wenn man jetzt vielleicht ein Bein hat, was nicht gerade von der Stange ist, da muss man dann tatsächlich sich ein gutes Sanitätshaus suchen. Dann wird man natürlich, sowieso jeder Kompressionsstrumpf muss vermessen werden und dann kriegt man entweder einen Kompressionsstrumpf, der direkt passt, sag ich mal, oder er muss speziell konfektioniert werden, speziell individuell angefertigt werden und dann gibt es eben auch noch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt rundgestrickte und flachgestrickte. Da würde ich aber dann tatsächlich an die jeweiligen Sanitätshäuser verweisen. Da gibt es da wirklich Experten, Expertinnen, die sich wirklich sehr dezidiert damit beschäftigen. Und das muss auch wirklich eine gute Beratung sein. Denn ein Kompressionsstrumpf nutzt natürlich auch nur etwas, wenn ein Betroffener oder eine Betroffene den auch wirklich anzieht. Das nutzt nichts, wenn der im Schrank liegt. Da kann der noch so gut und noch so teuer sein, noch so toll flach gestrickt sein. Er muss natürlich auch getragen werden. Er muss also auch einen gewissen Komfort bieten. Und der Patient muss auch irgendwie das Gefühl haben, dass er einen Benefit davon hat. Ja, okay. Also ganz klar, sich da wirklich beraten lassen und individuell auf die einzelne Person das auch abstimmen. Absolut. Zu lassen. Okay. Ja, wir hatten noch eine Frage zu dem Thema, ob man
eine OP bei Krampfadern prophylaktisch durchführen sollte, bezüglich offener Beine, ich sag mal, wahrscheinlich um offene Beine zu verhindern, würde ich jetzt mal die Frage interpretieren. Sie hatten das ja vorhin schon mal angesprochen. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was zu erläutern. Also finde ich auch eine wichtige Frage, weil ich sag mal, gerade Männer haben oft gar keine Beschwerden. Die haben zwar so diese sichtbaren Krampfadern und dann kommen vielleicht die Frauen und sagen, mal, geh mal zum Arzt. Also, behandeln werden sollte man auf jeden Fall alle Krampfadern, die symptomatisch sind, die Beschwerdebilder verursachen. Die sowieso. Wenn sie nicht symptomatisch sind, fände ich es gut, einen Venenspezialisten aufzusuchen. Der kann dann tatsächlich sagen, wenn Sie Ihre Krampfadern nicht behandeln, dann haben Sie das Risiko für einen Folgeschaden, den Sie vielleicht nicht haben möchten. Da braucht man dann tatsächlich auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema individuelle Beratung. Und wenn die Stammvenen betroffen sind, dann geht die Empfehlung eigentlich fast immer Richtung operative Behandlung, muss man sagen. Vor allen Dingen, wenn Sie schon große Durchmesser haben, weil man tatsächlich im Laufe der Monate und Jahre sich einen Folgeschaden, einen schleichenden Folgeschaden züchtet, den man besser verhindern sollte und den man dann nicht haben will, wenn man älter ist. Und das wäre eben auch das Risiko eben der offenen Beine. Also zunächst einmal die Überladung des tiefen Venensystems. Dann gehen die Venenklappen im tiefen Venensystem kaputt. Das nennt man dann Leitveneninsuffizienz. Das mündet dann in einem so schweren Venenstau, dass man dann dauerhaft Kompressionsstrümpfe tragen muss. Das führt zu Hautveränderungen, zu einer Verhärtung der Haut und der Unterhaut, zu einer Verfärbung der Haut, zu einer rissig, die Haut wird trocken und rissig, kann Schorf bilden und dann das Vollbild ist dann dieses C6-Stadium, das Unterschenkelgeschwür oder wie wir sagen, das Ulcus cruris. Habe ich ja heute auch schon ein paar Mal erwähnt. Genau. Und das ist dann tatsächlich wirklich ein Riesenproblem, weil das dann zur Abheilung zu bringen, das dauert dann eben auch sehr lange. Okay. Also lieber frühzeitig sich mit dem Problem beschäftigen. Jetzt haben wir hier eine Frage von jemandem, der in beiden Kniekehlen Krampfadern hat und auch am Oberschenkel und fragt, wo er denn jetzt als erstes hingehen soll. Zum Hausarzt? Also ich finde es grundsätzlich eigentlich immer gut, wenn Patienten zuerst ihren Hausarzt konsultieren. Und wenn der dann sagt, das ist etwas, das ich einen Venenspezialist angucken sollte, dann wäre das der nächste Weg. Ne? Also kann man ja zum Beispiel auch machen, wenn man vielleicht eh einen Termin beim Hausarzt wegen einer anderen Ursache hat, dann kann man ja mal sagen, können Sie einmal kurz darauf schauen, sollte ich damit zum Venenspezialisten gehen. Das finde ich eigentlich einen guten Weg, das so zu machen. Okay. Und dann würde man erstmal zu einem niedergelassenen Venenspezialisten gehen. Wie muss ich mir den Weg da vorstellen? Genau. Also man muss ja dann letztendlich einen Arzt aufsuchen, der eine kassenärztliche Zulassung hat, der also ambulant Patienten auch dann behandeln darf. Und da gibt es eben niedergelassene Gefäßchirurgen, die können das alle. Und es gibt auch noch Venenspezialisten von anderen Fachdisziplinen. Das sind dann Phlebologen zum Beispiel. Es gibt auch viele Allgemeinmediziner, die noch sich mit Venen beschäftigt haben, die dann auch noch eine sogenannte phlebologische Zusatzausbildung gemacht haben. Da kann man auch hingehen. Viele Hautärzte. Was ist denn ein Phlebologe? Ja, ein Phlebologe ist letztendlich ein Venenspezialist. Ne? Also Phlebologie ist letztendlich eine 18-monatige Weiterbildung. Ne? Man muss 18 Monate in einer bestimmten Einrichtung gearbeitet haben, unter einem Weiterbilder, um sich Phlebologe und eine Prüfung machen, um sich dann Phlebologe nennen zu dürfen. Die allermeisten niedergelassenen Gefäßchirurgen haben auch diese phlebologische Zusatzausbildung und eben viele Hautärzte auch. Ja. Und vereinzelt auch Allgemeinmediziner. Okay. Wann kommt denn ein Patient ins Krankenhaus, um das Leiden behandeln zu lassen? Ja, also entweder wenn es keinen Niedergelassenen gibt, der das hinreichend kann. Es gibt sicherlich Regionen, wo es eben die Dichte an niedergelassenen Gefäßspezialisten nicht so groß ist. Dann schickt der Hausarzt dann vielleicht auch schon mal direkt ins Krankenhaus. Ansonsten, wenn der niedergelassene Gefäß- oder Venenspezialist ein behandlungsbedürftiges Venenleiden festgestellt hat, dann wird er den Patienten entweder selber behandeln und operieren oder wenn er es selber nicht macht oder kann, dann zum Beispiel auch in ein Krankenhaus schicken. Ne? Oder wenn zum Beispiel manche Patienten haben noch Begleiterkrankungen, die zum Beispiel eine ambulante
Behandlung nicht ermöglichen. Da muss das eben unter einem stationären Aufenthalt gemacht werden, um auch eine hinreichende Patientensicherheit zu gewährleisten. Okay. Ja, ja, grundsätzlich Kompetenz hier, neben der Tatsache, dass Sie natürlich auch Phlebologe sind, gibt es auch ein zertifiziertes Venenzentrum hier vor Ort. Aber Sie haben natürlich eher die etwas schwierigeren Fälle, wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Ach, das, die haben wir natürlich auch. Also wir haben uns da schon breit aufgestellt. Wir sind seit 2014 eben auch als Venenkompetenzzentrum zertifiziert. Aber wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit dieser Pelvinenvarikosis bei Frauen mit Unterbauchbeschwerden. Okay. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit der Behandlung von postthrombotischen Syndromen. Also das ist ein Sammelbegriff für alle Folgeerkrankungen nach einer erlittenen Thrombose. Da können auch die Venenklappen zerstört werden oder auch Venenabschnitte sich verschließen der tiefen Venen, wo das Blut dann eben nicht mehr zum Herzen fließen kann. Die versuchen wir wieder zu eröffnen. Überwiegend auch in Kathetertechnik, da werden dann zum Beispiel auch Stents gesetzt. Okay. Und aber natürlich haben wir auch sehr viele Krampfaderbehandlungen. Und ich würde das jetzt gar nicht kleinreden, dass das irgendwie nur so der, ich sag mal, der Kleinkram ist, sondern das sind ja auch Patienten mit einem Behandlungswunsch und einem Beschwerdebild. Und denen fühlen wir uns natürlich genauso verpflichtet wie irgendwelchen schwereren Erkrankungen, wie was weiß ich, Aortenaneurysmen und Ähnlichem. Ne? Aber da würde ich jetzt nicht irgendwie graduieren, dass das irgendwie das eine schwerer ist und das andere ist natürlich aufwendiger, aber vornehmlich geht es ja um den Patienten und sein Beschwerdebild. Nee, ich fragte jetzt einfach nur, wann niedergelassen und wann Krankenhaus, das war eigentlich mehr ja. Die Frage. Ja gut, also man kann sicherlich bei ansonsten jungen, fitten und gesunden Patientinnen und Patienten kann man eine Krampfaderoperation, egal welche Methode man jetzt anwendet, kann man sicherlich immer überlegen, ob man die auch in einem ambulanten Setting durchführt. Okay. Ja, wenn man aber von Ihnen nochmal genau wissen möchte, ob das denn jetzt ein behandlungswürdige Krampfader bereits ist, gibt es da ja auch die Möglichkeit, sich nochmal telefonisch hier in Ihrer Sprechstunde entsprechend anzumelden. Und das wäre jetzt auch was, weil wir sind durch mit den Fragen. Wir haben alles, was die Zuhörer gerne und Zuschauer gerne wissen wollten, beantwortet. Aber möchten natürlich, und das ist ja auch ganz wichtig, weil Sie es auch schon ein paar Mal erwähnt haben, es ist eben doch sehr individuell. Man kann es natürlich jetzt nicht auf diese Art der Kommunikation reduzieren und da alle Probleme der möglicherweise Patienten dann lösen. Daher ganz klar nochmal an all die, die zugeschaut haben bzw. zuschauen, wenn Sie mehr wissen möchten, noch weitere Fragen haben, können Sie sich sehr gerne hier nochmal an das Team und Dr. Langer wenden. Sie werden gleich hier nochmal die Kontaktdaten sehen. Wir blenden die jetzt nochmal ein. Und dann können Sie entweder auf der Webpage nochmal sich informieren oder direkt auch anrufen. Ja, und damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken, sowohl für das rege Interesse, aber natürlich ganz wichtig bei unserem Experten dafür, dass er nochmal sehr schön erklärt hat, was das Thema Krampfadern eigentlich ausmacht und welche Optionen man in dem Bereich hat. Ja, danke auch für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen transportieren. Und fand das jetzt auch ein sehr schönes Format, jetzt auch in der Pandemiezeit. Also von meiner Seite aus hat es auch Spaß gemacht. Ja, das freut mich zu hören. Ja, dann sage ich mal Tschüss.